Und wir schalten nun zur Pressekonferenz von Greenpeace auf der Konferenz von Republika über die Veröffentlichungen der Dokumente der Verhandlungen von TTIP. Ja, guten Morgen. Oh, das ist laut hier in der Republika. Guten Morgen, liebe Republika. Guten Morgen, liebe Damen und Herren. Vielen Dank für die Anmoderation und einen ganz herzlichen Dank an die Veranstalter, die erst vor 2, 3 Tagen erfahren haben, was wir vorhaben und die gesagt haben, klasse, kommt zur Republika. Die Republika steht für Transparenz, sie steht für Demokratie. Und haben gedacht, das sind wir genau richtig hier. Wir möchten jetzt in Form eines Interviews ein bisschen über Handelspapiere sprechen. Wir sind die Protagonisten, hier sind die Experten, ich bin der Moderator, Sie sind die Gäste. Wir haben im Anschluss die Möglichkeit, Fragen zu stellen und die Kollegen stehen dann auch später für Interviews sehr gerne zur Verfügung. Wenn wir uns TTIP angucken, da wurde in den letzten Monaten sehr viel über einen TTIP-Leseraum gesprochen. Die Transparenz bei den Verhandlungen rund um das Handelsabkommen bestand darin, dass man einen Raum eingerichtet hat, der so richtig schön deutsch aussieht, mit einer holzernen Tür. So sieht er aus. Sehr einladend. Als Politiker darf man dort reingehen, man darf sich die Papiere angucken, man darf aber keine Fotos machen, man darf auch nicht drüber sprechen. Und wir haben uns gedacht, das kann so nicht bleiben, denn es ist wichtig, dass bei gerade in den Fragen, die über 500 Millionen Europäer betreffen, oder 500 Millionen Europäer und auch Amerikaner betreffen, dass man darüber sprechen muss. Deswegen haben wir heute Nacht ein kleines Bild produziert, das ist der Reichstag, heute Morgen um 4. Wir haben die Originaltexte an den Reichstag präsentiert und gebeamt, damit die Politik ab sofort sich die Texte dort angucken kann, wo sie auch Tag und ein ausgeht. Unter ttip-leaks.org sind ab sofort, ab 11 Uhr, jetzt sofort, alle Dokumente verfügbar. Die Kollegen Greenpeace Niederlande haben die Dokumente hochgeladen und Sie können diese Dokumente sich nun anschauen. Wir haben gerade aktuell aber noch etwas anderes vor, weil wir uns gedacht haben, diesen Leseraum, den gestalten wir anders. Wir sind jetzt gerade vor dem Brandenburger Tor und haben einen transparenten TTIP-Leseraum installiert. Dort gibt es 8 Leseplätze. Es ist alles transparent. Sie können fotografieren, Sie können verbreiten, Sie können runterladen. Sorgen Sie dafür, dass dieses Handelspapier gelesen wird, dass es beurteilt wird, damit transparent die Frage von TTIP hergestellt wird. Das sind die aktuellen Bilder. Wenn Sie Zeit haben, kommen Sie gerne vor das Brandenburger Tor und schauen sich das an. Steigen wir ein und unterhalten uns ein bisschen über TTIP. Meine erste Frage geht an Stefan Krug, Leiter der politischen Vertretung. Lieber Stefan, das sind bislang geheim gehaltene Papiere. Wieso veröffentlicht Greenpeace diese Papiere? Ja, du hast ja. Mit dem Mikro, okay, jetzt haben wir es, glaube ich. Hallo erstmal. Ja, Volker, du hast ja im Grunde schon fast alles gesagt, aber trotzdem nochmal, warum machen wir sowas? Ich glaube, die meisten Leute, gut, einige wissen es, die meisten, glaube ich, wissen es immer noch nicht. Ich kriege immer noch erstaunte Reaktionen, wenn die Leute hören, dass Abgeordnete diese Papiere nur unter Aufsicht sehen dürfen, sich ein paar Notizen machen dürfen, keine Kopien machen dürfen und dann rausgehen und sich verpflichten müssen, mit ihren Wählern nicht darüber zu reden. Da ernte ich doch noch immer Unglauben bei vielen, mit denen ich in diesen Tagen spreche. Wir machen das, um eine Debatte zu befeuern. Wir machen das, um Transparenz in eine skandalös intransparente Verhandlungsrunde zu bringen.
Es ist eigentlich wirklich unglaublich, dass ja, knapp 1 Milliarde Menschen in Europa und in den USA in nahezu allen Lebensbereichen von diesen Verhandlungen und ihren Resultaten betroffen sein werden. Jedenfalls ist das die Absicht derjenigen, die jetzt verhandeln. Und darüber faktisch eigentlich nichts wissen. Aus Medien Spekulationen bekommen, von NGOs hören, was alles vermutlich da drin ist und nicht so gut ist. Von anderen wiederum hören, dass alles ganz harmlos ist und viele Jobs und Wachstum bringen wird. Das alles, denke ich mal, muss auf den Prüfstand. Wir brauchen eine öffentliche Debatte und deswegen haben wir das gemacht. Wir sind diesen Schritt gegangen. Wir brauchen jetzt unserer Meinung nach einen Stopp dieser Verhandlungen und einen Start einer echten Debatte. Wenn man sich die Papiere anguckt, was sind sie? Dann sehen wir, das sind nicht die Originaltexte, sondern es sind Abschriften. Wieso sind es nicht die Originaltexte? Gut, wir müssen uns darüber klar sein, dass das eine hochsensible Geschichte ist. Diejenigen, die Zugang zu diesen Texten haben, sind verpflichtet, nicht darüber zu reden. Wir wollen diese Texte gleichwohl öffentlich machen. Sie sind uns zugespielt worden. Wir können natürlich keine Originale veröffentlichen, weil diese Originale zum Teil, jedenfalls ist das sicher, gekennzeichnet sind. Es ist aus den Texten, aus den Originaltexten ersichtlich, wer diese Texte besitzt. Es gibt da Zeichen, die verändert wurden. Es gibt sprachliche Details, die in einzelnen Texten individuell angepasst sind. Das, denke ich mal, weiß die Szene hier auf der Republika besser als wir. Insofern müssen wir hier maximalen Quellenschutz machen. Wir haben diese Texte abgeschrieben, komplett abgeschrieben. Wir haben die offensichtlichen Kennzeichnungen eingeebnet. Sie existieren nicht mehr in den vorliegenden Texten, die wir öffentlich machen. Wir hoffen das jedenfalls, dass wir hier gute Arbeit geleistet haben und die Quelle maximal schützen. Die Frage kommt natürlich, woher wissen wir, dass die Dokumente echt sind? Ja, auch eine wichtige Frage. Wir haben einen Weg gewählt, in dem nicht wir sozusagen alles bestimmen und checken, sondern wir haben diese Texte einem Recherchenetzwerk aus NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung zur Verfügung gestellt. Wir haben die Journalisten selbst überprüfen lassen, dass es sich hier um Originaldokumente handelt. Sie haben sich rückversichert bei Leuten, die es mit Sicherheit wissen, ob das Originale sind oder nicht. Wir haben also mehrere doppelte Böden eingezogen und können heute in Bestätigung auch durch diese Medien sagen, das sind die originalen Texte. Wir haben sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht in einer Form, die niemanden in die Bredouille bringt. Und wir hoffen jetzt, dass das Früchte zeigt und eine echte Debatte über TTIP entsteht. Jürgen, wie aktuell ist dieses Material, was jetzt überall öffentlich einzusehen ist? Welche Texte sind das? Welcher Verhandlungsstatus haben diese Texte? Nun, wir hatten ja letzte Woche die 13. Verhandlungsrunde zwischen den Amerikanern und den Europäern in New York. Die Texte spiegeln den Stand vor dieser Verhandlungsrunde. Sie dokumentieren 13 sogenannte konsolidierte Kapitel. Konsolidierte Kapitel heißt, da sind die Positionen der Amerikaner und die Positionen der Europäer drin. Heißt nicht, man hat sich schon geeinigt, sondern man findet unheimlich viel eckige Klammern für Teile, die noch in der Diskussion, in der Verhandlung sind. Diese Dokumente, die wir haben, spiegeln den Stand von April wider. Und jetzt gehen wir mal in den Inhalt. Wenn man sich diese Handelspapiere anguckt, diesen Handelstext, dieses Handelsenglisch, du hast jetzt viele Tage damit verbracht, mal in den Text zu gucken. Und viele fragen sich natürlich jetzt auch da draußen, wo ist das Chlorhühnchen? Ist das Chlorhühnchen da drin? Was wird kommen? Was wird momentan gerade verhandelt? Hast du das Chlorhühnchen gefunden? Also wenn man jetzt diese 248 Seiten, die wir hier haben, durchblättert, wird man das Chlorhühnchen nicht finden. Man wird auch Gentechnik nicht finden. Man wird auch keine Forderungen finden, die Kosmetikregulierung der Europäer aufzulösen. Aber was man findet, haufenweise, sind Vorschläge der Amerikaner, wie zukünftig Regulierung erfolgen soll. Und da ist es so, dass es eindeutig erkennbar ist, dass die bei uns vorherrschenden Schutzmaßnahmen aufgelöst werden sollen. Die Amerikaner fordern immer einen wissenschaftlichen Ansatz. Jede Entscheidung muss wissenschaftlich begründet sein.
Wir haben in Europa eine ganz andere Philosophie. Wir sagen, wenn wir etwas wissen, wenn wir wissen, dass etwas vielleicht schädlich ist, das aber nicht auf drei Stellen hinterm Komma genau beziffern können, sondern nur wissen, es hat eine negative Auswirkung, dann stoppen wir das oder beschränken das. Und die Amerikaner wollen durch TTIP eben diese Art unseres Vorgehens verhindern, indem sie sagen, alles muss wissenschaftlich bewiesen sein. Und dafür gibt es zahlreiche Fundstellen in diesem Dokument. Das heißt, das Vorsorgeprinzip, wie es bei uns besteht, würde, wenn das Handelsabkommen so verabschiedet würde, außer Kraft gesetzt. Genau. Kann man das so sagen? Wenn die Position der Amerikaner, die hier drin zu finden sind, nachher auch im endgültigen Vertragstext sich wiederfinden, heißt das ein Aus für Vorsorgemaßnahmen, so wie wir sie bisher in Europa kennen. Aber man muss dazu sagen, man kann natürlich sagen, ja, die Europäer, ne, das wird ja auch immer gesagt, deutsche Angst, German Angst, oder die Europäer sind halt ein bisschen zimperlich und die Amerikaner essen ihr Steak und trinken ihre Milch und sind ja alle so wohlgenährt wie ich. Das kann ja gar nicht so schlimm sein. Vieles wissen wir noch gar nicht, was passiert. Gerade bei Gentechnik können wir heute nicht sagen, was in 3 Jahren auf unseren Ackern passiert, wenn wir haufenweise gentechnisch veränderte Pflanzen anbauen. Also wir brauchen den Vorsorgeansatz. Und er ist bei uns quasi in der DNA der Europäischen Union drin. Er ist nämlich im Lissabon-Vertrag, in den wesentlichen Vertragswerken, als Vorsorgegrundsatz verankert. Also wir geben was auf, was nicht nur eine Art und Weise der Regulierung in Europa ist, sondern etwas, was sogar in unserer Verfassung steht. Jetzt ist es so, dass die Politiker die ganze Zeit sagen, vertraut uns, wir möchten TTIP verabschieden, wir möchten dieses aushandeln, damit ein möglichst hoher Standard gesetzt wird. Wenn man jetzt sich mit den Papieren beschäftigt, ist dieser hohe Standard denn gewährleistet? Ist das ein Grund, TTIP weiter zu verhandeln? Nein. Also alle sagen, ja, Herr Gabriel sagt es, Frau Malmström, die Handelskommissarin sagt es, wenn TTIP kommt, haben wir die besseren Standards, nicht nur in Europa und in den USA, sondern die anderen müssen sich auch danach richten. Also wir schaffen die Weltstandards, die goldenen Standards, davon wird ja geredet. Aber wenn man hier reinguckt, gibt es nicht einen Hinweis, dass so etwas tatsächlich geplant ist. Maßnahmen, die im Handelsrecht schon vorgesehen sind, im internationalen Handelsrecht, also zum Beispiel bei der Welthandelsorganisation, wo beide Staaten ja Mitglied sind, werden hier gar nicht aufgeführt. Dort gibt es unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit, Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Das wird gar nicht erwähnt. Also es wird kein Rennen nach oben gehen, sondern ein Rennen nach unten. Zumindest wenn sich die Positionen, die sich in diesem Papier finden, nachher im endgültigen Vertragswerk auch niederschlagen. Die Frage wird natürlich kommen, ist Greenpeace generell gegen Handelsabkommen? Was sagst du? Was ist unsere Position als Greenpeace, als Umweltschutzorganisation? Sind wir allgemein gegen Handelsabkommen? Nein, wir arbeiten schon seit 3 Dekaden zum Thema Handel und Handelsabkommen. Wir haben uns auch mit anderen Handelsabkommen beschäftigt. Wir sind weder gegen Handel als solchen, noch sind wir gegen Handelsabkommen. Aber Handelsabkommen müssen bestimmte Standards erfüllen. Sie müssen transparent ausgehandelt werden. Sie müssen ermöglichen, dass der Bundestag nicht nur am Ende sein Ja oder Nein geben kann, sondern in den Verhandlungen mit involviert ist. Sie müssen ermöglichen, dass Bürgerinnen und Bürger die Chance haben, auch ihre Position mit einzubringen. Also wenn Transparenz und demokratische Strukturen gewährleistet sind, spricht nichts gegen Handelsabkommen. Aber sie müssen auch so sein, dass der Rest der Welt damit leben kann. Also sie müssen für alle gerecht sein, nicht nur für Europäer und Amerikaner, sondern für alle auf der Welt. Und sie müssen natürlich Leitplanken einziehen. Das heißt, es muss gewährleistet werden, dass Umweltstandards, Arbeitsschutzstandards, Menschenrechte, kulturelle Vielfalt, dass dies alles weiterhin auch möglich ist und nicht als Handelshemmnis bezeichnet wird. Jetzt haben wir ja letztes Jahr ganz viel über Klimawandel gesprochen. Das ist eines der Top-Themen, wenn wir über Umweltfragen sprechen. Findet sich zumindest ein bisschen etwas zum Thema Klimawandel. Hat ja sehr viel mit Handel zu tun. Gibt es irgendeinen positiven Aspekt in diesem Papier? Nein, das ist auch eine weitere große Enttäuschung, wenn man sich diese 248 Seiten anguckt. Ich habe ja gesagt, das ist Stand April. Wir hatten im Dezember letzten Jahres in Paris die große Klimakonferenz. Da haben viele Staaten beschlossen, dass wir den Klimawandel versuchen zu beschränken, haben sich auf Ziele geeinigt. Nicht eine einzige Maßnahme in diesem Papier legt nahe, dass Klimaschutz im Handel eine Rolle spielen soll. Im Gegenteil, wieder das übliche
dort, wo es eine Handelsbarriere ist. Wenn ich zum Beispiel sage, ich will kein Erdöl aus Fracking nach Europa holen oder von den Teersanden. All das würde als Handelshemmnis bezeichnet werden, aber es gibt keine Möglichkeit, notwendige Klimaschutzmaßnahmen, die wir brauchen, um die Ziele von Paris auch zu erreichen, über den Handel zu regeln. Wenn das jetzt mal alles zusammenfasst, wenn man das hört, ist TTIP noch zu retten? Das heißt, wir stellen ja jetzt Transparenz her, jeder kann es kommentieren, jeder kann es verbessern. Aber ist deiner oder auch deiner Ansicht nach dieses Abkommen noch zu retten? Nein. Das Beste, was die Kommission tun kann, ist zu sagen, sorry, wir haben Fehler gemacht. Wir haben euch von Anfang an... Wir haben euch nicht von Anfang an informiert. Wir haben die demokratischen Strukturen nicht eingeschaltet. Erst auf Druck ist ein bisschen Transparenz geschaffen worden. Sind auch demokratische Strukturen, Parlamente involviert worden, aber nicht ausmaßend, nicht ausreichend genug. Und das Beste ist zu sagen, Restart. Lasst das hier, das wäre am besten, Mülleimer sehe ich gerade nicht, aber der richtige Ort für einen Mülleimer. Und dann fangen wir vielleicht nochmal von vorne an, auch nicht unter dem Druck, unter dem das Ganze jetzt verhandelt wurde. Alle wollen ja oder sagen, man schafft das noch vor dem Ende der Amtszeit von Obama hinzubekommen. Wenn ich mir das angucke, ist das Wunschdenken, das ist unmöglich, weil die meisten Texte in Klammern sind, also noch nicht gemeinsame Texte sind. Also nochmal von vorne anfangen, unter vernünftigen Bedingungen, aber nicht so wie das hier bisher entwickelt worden ist. Eine klare Aussage, vielen Dank dafür. Die Papiere gewähren ja, wenn man sich mal die Inhalte durchliest, einen tiefen Einblick auch in strategische Fragen. Da haben wir Absätze, wo immer markiert ist, das ist die Position der EU, das ist die Position der Amerikaner. Du als Leiter der politischen Vertretung hast tagtäglich mit der Politik zu tun. Was liest du daraus? Ja, also ich persönlich kenne das aus den multilateralen Verhandlungen, die wir verfolgen, zum Beispiel die Klimaverhandlungen. Das ist durchaus üblich, ne? Dass man hat einen Text, auf den man sich versucht zu einigen. Es gibt Vorschläge der Verhandler. Wenn eine Klammer drum kommt, heißt es, irgendjemand hat was dagegen. Bei 195 Staaten ist das zum Teil ein bisschen komplexer, aber bei den beiden Seiten weiß man dann sehr genau, aha, das ist was, was die Amis nicht wollen, aha, das ist was, was die EU nicht will. Das ist dann auch so gegenübergestellt, das ist völlig normal. Das ist jetzt kein Zeichen von besonderer, das ist nichts Besonderes. Aber das Ausmaß, wie Jürgen schon gesagt hat, das Ausmaß, in dem hier Uneinigkeit besteht, hat mich schon erstaunt. Denn das, was Obama und Merkel auf der Hannover Messe verkündet haben, klang ja nur mal ganz anders. Es ist halt politisch gewollt, dass das kommt, aber die Texte geben das bisher gar nicht her.